Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online im westlichen Himmelsrand. Greymoor ist ja soweit durch. So, hier ruckelt es ein wenig. Hier läuft es nicht flüssig. Warum, weiß ich nicht. Mit dem haben wir schon mal geredet. Wir waren hier schon mal drinnen. Aber das soll mich jetzt auch erstmal nicht stören. Rigord freut sich, euch zu sehen, mein Freund. An diesem Ort sträuben sich ihm die Achselhaare. Rigord hat schon viel über die seltsamen Höhlen in der Nähe von Einsamkeit gehört. Die Gerüchte haben aber nie verraten, warum sie so gruselig sein sollen. Aber Rigord gruselt sich nicht so schnell. Er ist ein stolzer, unerschrockener Sohn Ostmarschs. Nun lasst uns holen, weshalb wir gekommen sind. Dann verschwinden wir wieder ganz flott. Was hat das damit zu tun, dass wir Tane Chaldi dazu bringen, sich mit uns zu treffen? Rigord sagte, wir fangen Tane Chaldi seinen albernen Fisch. Doch Rigord muss etwas zugeben, was sicher eine Überraschung für euch ist. Er ist kein begabter Angler. Und warum sind wir dann hier? Rigord mag ein schlechter Angler sein, doch er ist immer noch der beste Botschafter in ganz Tamriel. Und er weiß aus seiner Zeit bei den Argoniern in Schattenfen, wie man sich den perfekten Angelköder besorgt. Was ist es? Ein Pilz mit einem lächerlichen argonischen Namen. Zu viele Geräusche für Rigords arme Zunge. Doch er wächst in dunklen, feuchten Gruben von Schattenfen. Gruben wie dieser. Wenn wir uns umsehen, ist Rigord sich sicher, dass wir einen finden werden. Seid ihr sicher, dass dieser Plan aufgehen wird? Ja, Rigord schwört, dass kein Fisch in Tamriel solch einem Pilz widerstehen kann. Wenn dieses Ding nur an mehr Plätzen wachsen würde, würden es die Leute überall einsetzen, mein Freund. Nun geht voran. Rigord folgt euch. Er wird seine feine Nase einsetzen, um zu finden, was wir suchen. Wo sollten wir nach diesem Pilz suchen? Rigord erinnert sich daran, dass seine argonischen Freunde ihn in den finstersten Teil einer stinkenden Kaverne führten. Ganz hinten entdeckte Rigord den Pilz. Er roch ihn auch. Er sollte nicht schwer zu finden sein. Haltet einfach Augen und Nasenlöcher offen, mein Freund. Okay. So, müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir denn mal... Können wir hier von hier aus irgendwie durch? Ach nee, wir müssen wieder den ganzen Weg durch. Sieht so aus, als wenn hier schon jemand war. Gut, wenn wir hier halt wenn wir hier durchkommen, ohne dass wir kämpfen müssen. Hier liegen eine Menge Tote. Warte mal, sind da eine Truhe? Was ist denn eine Truhe? Okay. So, warte mal. Hier. Ach, der sucht doch den Pilz, oder was? Dunkkappe. Oh, das ist es. Rigord erinnert sich an diesen Gestank. Er bringt das sofort zurück zu Tane Chaldi. Oh, nee, 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 nee. Scheiße, wir waren zu langsam. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich habe keine Karte. Ich sehe hier nichts. Warte mal, da lang irgendwo. Alter, lasst mich doch in Ruhe, ihr Viecher.
Wie weit die ihn verfolgen. Meine Güte, die haben Ausdauer da. Junge, Junge, nee. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier ist der Ausgang. Okay. Wir waren ja hier schon drinne. Muss ich nicht nochmal haben. Schade, dass ich keinen Pfeil, dass ich nicht auf Pfeil war. Sonst hätte ich da vielleicht nochmal drauf geschossen. Nee, war auch zu blöde jetzt. Ich hätte umschalten sollen. Gut. So. Okay. Jetzt sollen wir wohin? Jetzt ein Weg zurück. Wir kommen da nicht rüber, oder? Oder doch? Kommen wir doch rüber? Können es probieren. Da ist eine Mühle. Kennen wir die Mühle schon? Wahrscheinlich ja. So. Das sieht doch gut aus. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen erstmal das mit dem Fisch. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder? Ja. Klar. Wir gehen erstmal angeln, wie sich das hier hört. Da habe ich gerne ein Dings gemacht, einen Red Dead Redemption. Bin gerne angeln gegangen. Einfach irgendwo einen Fluss hingestellt und einfach geangelt. Das war beruhigend. So. Ihr seid zurück und beim Wal. Ihr stinkt. Wie soll euch das helfen, die alte Jals dort hier zu fangen? Seht nur zu, Tane Chaldi. Wartet. Wo ist eure Angel? Angel? Bei den Geistern. Diese Welle. Es ist die alte Jals dort hier. Das ist der Teil der Fischerei, bei dem wir dem Fisch nachlaufen, ja? Auf geht's, mein Freund. Warum muss ich denn den Fisch jetzt nachjagen? Ich verstehe nicht. Die alte Jalstut hier ist ein Hawker. Jahrelang betete ich zu den Tiergeistern, die meine Familie ehrte, und brachte ihnen Opfergaben dar, worauf ich im Gegenzug ihren Segen erwartete. Und dann wirft dieser Idiot einen stinkenden Pilz in den Fluss und fängt das seit ehedem gejagte Beutetier meiner Familie. Werdet ihr jetzt Tarnes Hühner und Jarl Morrin treffen? Wie sollte ich mich da weigern? Ihr und euer schrecklich stumpfsinniger Freund habt mir heute eine wertvolle Lektion erteilt. Was meint ihr? Ihr habt mich gelehrt, dass meine Fehde mit Hannes Wühne keine Rolle spielt. Gar keine. Ein frommes Leben voller Gebete kann am Ende vollkommen unbedeutend sein. Und irgendein törichter Narr kann den Traum, den man lange hegt, im Nu für sich selbst wahr werden lassen. Es gibt keine Gerechtigkeit auf der Welt. Also werde ich ihn treffen. Ich sorge dafür, dass Tarnets Wühne auch am Treffen teilnimmt. Bitte, geht, falls ihr noch etwas mit Tarnes Wühne zu klären habt. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Was plant ihr mit der alten Jals dort hier anzustellen? Ich habe vor, sie freizulassen. Sie hier zu sehen und in ihre unergründlichen Augen zu starren. Sie quält mich. Ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Okay. So, okay. Dann müssen wir aber jetzt wieder zurück. Gute Arbeit, mein Freund. Rigurd wird Tanis Fühne suchen. Trefft ihn dort. Naja.
Sir. Gut. Ja, heute ist Halloween und ja, ich habe schon gesagt, dass die Kids zu Hause bleiben sollen. Wegen Corona und der Ansteckung. So, da müssen wir runter. Mein Freund, ihr kommt genau rechtzeitig. Rigurd sind die Nordkriegerwitze so gut wie ausgegangen. Er hat schon den vom wollüstigen Horker zum Besten gegeben. Aber vielleicht hat er ihn nicht gut genug erklärt. Normalerweise hat er damit die Lacher auf seiner Seite. Normalerweise. Ich sehe, das Fleisch ist da. Habt ihr das Heulwasser? Hier ist es. Oh, es ist so stark, wie Rigurd es in Erinnerung hatte. Gut. Rigurd hat seine Kontakte am Hafen von Einsamkeit spielen lassen, um etwas Rohrwirtshaus campen und eine besondere Geheimzutat zu bekommen. Jetzt können wir kochen. Was soll ich tun? Rigurd muss sich darauf konzentrieren, das Feuer zu hegen. In der Zwischenzeit solltet ihr darauf achten, dass der Eber perfekt durchbrät. Wenn er zu fade schmeckt, würzt ihr nach. Wird er zu trocken, streicht ihn mit Heulwasser ein. Wird er zu zäh, dann klopft ihn weich. Und, mein Freund, seid ihr bereit? Riecht zu fad. Würzt das Fleisch, mein Freund. Ah, das Fleisch wird zu trocken. Benutzt das Heulwasser. Das Fleisch ist zäh als ein Schlammkrabbenpanzer. Klopfen wir es weich. Das Fleisch wird wieder trocken. Löscht es noch einmal ab. Klopft es wieder weich, mein Freund. Bei Schors Ochsen. Mann, wollt ihr mich mit diesem Geruch verrückt machen? Tanes Fühne, Rigurd hat ein exquisites Mahl gegen eure Miesepetrigkeit zubereitet. Ach, einfach wunderbar. Aber da ist ein Geschmack, den ich nicht zuordnen kann. Das ist Rigurds geheimste Zutat. Staub von ausgequetschten Rabenvetteln. Oh nein. Geschafft, mein Freund. Er ist vom Glück überwältigt. Fragen wir, ob er seine Meinung geändert hat. Verdammt sollt ihr und dieser Idiot sein, mir zu Pulver verarbeitete, ausgequetschte Rabenvettelgedärme vorzusetzen. Wollt ihr mich umbringen? Aber dennoch, bei den Göttern, dieser Geschmack, oh, dieses Aroma, ich krieg das nicht mehr aus meinem Kopf. Also mögt ihr es? Es verfolgt mich. Also mögt ihr es? Ich will nicht lügen. Oh, ich mag es. Doch das darf keiner wissen. Rabenvetteln sind dreckige, abstoßende Bestien. Wenn jemand hört, dass ich eine gegessen habe, wird mir mein Titel entzogen. Ich wäre die Schande des ganzen westlichen Himmelsrand. Wie kann etwas so Ekelhaftes nur so lecker schmecken? Seid ihr bereit, eure Fehde beizulegen und euch mit Tane Chaldi und Jarl Morin zu treffen? Seid verdammt. Alle beide. Gut. Ich vergesse die Fehde mit Chaldi und gehe zu diesem Treffen. Doch ich habe zwei Bedingungen. Erstens dürft ihr niemandem sagen, was ich hier und heute gegessen habe. Zweitens gehört mir alles, was noch von der Würze übrig ist. Einverstanden. Ich werde Jarl Morin sagen, dass er mit euch und Tane Chaldi rechnen kann. Ja, ich werde da sein. Nur bei den Göttern. Gebt mir etwas Zeit, um mich zu sammeln. Geht es euch gut genug, um an dem Treffen teilzunehmen? Natürlich tut es das. Ich brauche nur einen Augenblick zum Nachdenken. Nachdem ich von dieser Speise gekostet habe, glaube ich nicht, dass ich jemals wieder der gleiche sein werde. Gut. Gute Arbeit, mein Freund.
Rigurd wird euch in der Hütte von Jarl Morin treffen. Ja, wir werden mal mit Morin quatschen. Erst glaubte ich nicht, dass Rigurd ein Botschafter ist. Er ist nicht gerade das, was man so erwartet. Ja. Rigurd, ihr bärtiger Ochse, schafft euch her! Aber nicht allein. Wo der hierher kommt, gibt es noch mehr Met. Jarl Morin ist bester Laune. Seht nach, ob sie bereit für ein Treffen mit den Tarn ist, während Rigurd aufräumt. Oh, ist nicht klauen. Sieh an, der überraschend ansehnliche Freund von Rigurd dem Ungestümen. Ich habe zwar keine ungeöffneten Flaschen mehr übrig, aber ihr könntet euch wahrscheinlich eine Kanne füllen, solange ihr gewillt seid, ein paar Sorten zu mischen. Na? Macht euch ans Saufen, es gibt ja sonst nichts zu tun, oder? Die Tane haben versprochen, ihre Differenzen beizulegen. Sie haben eingewilligt, euch und Rigurd zu treffen. Halt! Ihr meint, sie sind auf dem Weg hierher, um über ein Abkommen mit Ostmarsch zu sprechen? Bei kühnes Atem. Wann? Sie sollten bald eintreffen. Dann brauche ich meine Schreiber und meine Berater. Ich brauche meine Köche, um die Speisen zuzubereiten. Ich brauche den Rechtsgelehrten. Ich muss mich hinsetzen. Ich wünsche euch Glück, Jarl Morin. Jarl Morin? Rigurd? Bin ich zu früh? Nein. Rigurd und sein Assistent schließen noch Vorbereitungen ab. Auf ein Wort, mein Freund. Hier drin ist es ein bisschen unordentlich. Nicht, dass das etwas ausmachen würde. Nicht, dass irgendetwas etwas ausmachen würde. Das erinnert mich an mein Zuhause. Rigurd weiß, dass die Diplomatie nicht die glatteste Straße ist. Doch diese Fahrt war selbst für ihn fast ein bisschen zu holprig. Jedenfalls hätte Rigurd das nicht ohne eure Hilfe geschafft, mein Freund. Seid ihr bereit, über das Abkommen zu diskutieren? Rigurd ist bereit, wie immer. Natürlich hat König Jorun Rigurd gesagt, er solle während des Treffens nichts sagen. Deshalb wird er vor allem nicken und lächeln. Ihr wart Rigurd so ein guter Freund. Nehmt dies mit seinem Dank. Tanis Wühne, glaub nicht, meine Gegenwart bedeutet, ich hätte das Neujahrsfest vergessen. Würde sich jemand bei Tane-Raldi bedanken, dass er sich von mir abgewendet hat, damit ich seinen verpissten Bart nicht sehen muss? Seht euch all die Flaschen an! Habt ihr ohne uns angefangen, Jarl Morin? Naja, eigentlich... Ha, meine Art von Diplomatie. Oh, wo wir gerade dabei sind, wir haben viel zu bereden, oder? Ja, ich muss meinem korpulenten Amtsbruder beipflichten. Besprechen wir euer Abkommen. Natürlich! Auf der Stelle, ihr Tarnerheiten! Rigurd weiß wirklich, wie man jemanden überrascht. Selbst jetzt? Gerade als ich dachte, es gebe ihn nur einmal, sind da plötzlich zwei von seiner Sorte. Seid ihr euch sicher, dass ihr dieses Treffen leiten könnt? Ich verrate euch ein Geheimnis aus Weißlauf. Wenn Nord jemals nüchtern verhandeln würden, käme es zu keinen Abkommen. Werdet ihr und Rigurd die Tarn dazu bringen, ein Abkommen zuzustimmen? Ich muss zugeben, ich habe diese Verhandlungen begonnen, weil der Skaldenkönig mich darum bat und nicht, weil ich dachte, dass wir Erfolg haben würden. Ich ging davon aus, dass das Treffen scheitern würde. Nach allem, was Rigurd schon erreicht hat, lag ich vielleicht falsch. Oder vielleicht bin ich nur betrunken. Okay. Rigurd hofft, diese Gespräche laufen gut. Der Skaldenkönig hat vor, ihn bald auf eine weitere Mission zu entsenden. Hoffentlich wird es ein Ort sein, wo man sich darauf freut, die Kultur der Nord willkommen zu heißen. Wisst ihr schon wo? Oh, Rigurd entscheidet das nicht. An einen weit entfernten Ort wahrscheinlich, wo der Nord-Kulturaustausch möglichst viel Gutes bewirken kann. Rigurd hat den Skaldenkönig etwas über die fernsten Winkel im Reich des Vergessens murmeln hören. Oder waren es die Tiefen der Alicke-Wüste?
Der will den Bus loswerden. Ich habe schon einige diplomatische Gespräche miterlebt. Sterbenslangweilig allesamt. Doch nach allem, was ihr und diese Frosthacke heute durchgezogen habt, war dieses meine Zeit wert. Was meint ihr, wird bei all diesen Verhandlungen geschehen? Wer kann das schon sagen? Das westliche und östliche Himmelsrand haben sich im Bösen getrennt. Da muss man keine Soße aufs Schwein gießen. Doch während der Osten erblüht ist, sind wir... Nun ja, das Leben ist nicht schlecht, könnte aber besser sein. Jarl Morin und Rigurd werden uns sagen, wie viel besser es sein könnte. Ich wusste nicht so recht, was Rigurd und Jarl Morin überhaupt würden erreichen können. Doch wenn Rigurd es zustande brachte, das Vertrauen eines Mannes binnen eines einzigen Tages zu erschüttern, warum sollte er dann nicht auch dazu in der Lage sein, den Riss zwischen dem östlichen und dem westlichen Himmelsrand zu kitten? Meint ihr, dass ihr ein Friedensabkommen mit Ostmarsch schließen könnt? Heute wohl nicht. Wir sind nur zwei Tane, Sphyne und ich. Doch die anderen Tane hören auf uns. Und auf die hören wiederum die Jarle, auf die wiederum der König hört. Wenn es Zeit für Frieden ist, wird der Thron davon hören. Klingt, als würde das noch eines von Jarl Morins berühmten politischen Saufgelagen. Ich bedauere jeden Diener, der die Hütte wischen muss, sobald sie da drin fertig sind. Okay. So, wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen zu dieser... Ja, wo der Ork davor stand. Wenn ich denn da bin... Warte mal, ist das gerade... Ach, verdammt. Ist gerade durch. Beziehungsweise hier rüber und dann nach links weiter. Ja, dann machen wir denn da weiter. Und denke ich mal, in der nächsten Folge machen wir das da. Ja, ich mache an der Stelle hier schon mal den Cut. Wir können ja noch ein bisschen erzählen, jetzt bis wir da sind. Tja, naja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, woher wir den euren komischen Klapperkopf kennen. Ich möchte sagen, oh, ich bin müde. Oh, ich möchte sagen, aus Elsweier. Mir fehlt so ein bisschen Ausdauer für das Pferd hier. Das ist nicht gut. Zu viel. Gut, da sind wir. Da sind wir. Was hat er denn jetzt gemacht? Nein. Steck ab, du Lump, du. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.